Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey in der Quest, die zum Atlantis DLC führt. Agamemnons Symbol, ich muss noch 3 Gräber besuchen, um Symbole zu finden und ich bin hier schon mal in der Nähe, also ich bin auf dem großen Tempel in Korinth. Ja, einer der höchsten Stellen im Spiel überhaupt, wo man wirklich die ganze Spielwelt von Assassin's Creed Odyssey nochmal überblicken kann. Was auch gerade bei Nacht richtig toll aussieht, weil man überall Beleuchtungen sieht, auch da drüben. Und man weiß ja, überall wo die Lampen sind da hinten, da sind alles Orte, wo wir auf den Dächern rumgekraxelt sind. Auch da vorne, das ist so toll. So eine richtige Rundumsicht hier, auch da hinten, überall Beleuchtung und Wasser und tolle Berge. Und welche Landschaften. Ah, dieses. Ich kann mich an dem Spiel einfach nicht satt sehen. Tut mir leid. Ja, warum in Korinth? Weil sich das Grab von. Erstmal, der Palast von Agamemnon befindet sich in Mykene. Und Mykene ist in der Argolis. Und davon südlich ist dann auch das Grab von Agamemnon. Und da müssen wir hin. Deswegen habe ich mich hier für Korinth entschieden. Weil man hier einfach den schnellsten Weg hat. Da jetzt hinzukommen. 600 Meter da drüben. Da befindet sich ein Mykene. Ich glaube, das da, das Gebäude dort, was wir da sehen können, also links von meiner Markierung, müsste sogar schon der Palast des Agamemnon sein in Mykene. Und los. Ach, ich freue mich. Es geht weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Assassin's Creed. Und mir immer noch ein wenig meiner Stimme lauscht bei den ganzen Folgen hier. Und ich trotzdem irgendwie immer noch mehr jeder Folge was zu erzählen habe. Auch bei Folge 200 und, ne? Viel. 200 und viel. Ich weiß nicht genau, welche Nummer ich gerade bin. So, ich muss ja auf jeden Fall über diesen Bergspfad drüber kommen. Damit ich Mykene betreten kann. Und das alles bei Nacht. Aber ich fand bei Nacht halt oben... Oben, da ist Alithia. Sie wartet an Agamemnons Grab. Ja, Agamemnons Grab. Gerade bei Nacht halt die Aussicht, die war gerade so schön, so klar, dass es einfach toll war. Da kann man ruhig dann auch nochmal das Video beginnen mit dieser prächtigen Aussicht über diese Spielwelt. Okay, die Projektion wartet also wieder auf mich. Da ist ein Baum, der blinkt. Sie ist drin. Das Grab von Agamemnon. Das erste von dreien. Ich habe mich für Agamemnon als erstes entschieden, weil sich das, wie gesagt, in der Argolis befindet. Hier, also hier. Und das zweite ist dann hier in Attika. Hier drüben. Und dann geht es hoch nach, Boeotia. Boeotia. Boeotien. Was ich immer früher als Biotien benannt habe. Aber gut, ist ja Boi. Boeotien. Also, und das ist eine bessere Reihenfolge hier. Argolis, Attika, Biozien. So, weil da ist nichts Bio in Biozien. Hüterin, ja. Komm näher. Ja, ich soll aber nicht mit Fremden reden, hat meine Mama gesagt. Alithia, du hast Agamemnons Grab entdeckt. Hier wird die Erbin die Symbole finden, die sie sucht. Und was jetzt? Jetzt ist relativ. Wird die Erbin mit diesem Wissen die Augen öffnen und das Symbol entschlüsseln? Hm. Also muss später Layla auch das Grab von Agamemnon besuchen. Die Erbin wird das Symbol jetzt entschlüsseln. Ja klar, jetzt. Das wird sie jetzt. Also, ich warte einfach hier oder so? Unsere Aufgabe ist bereits abgeschlossen. Was jetzt kommt, muss sie allein tun. Ich warte einfach hier tausende Jahre. Vielleicht kommt's ja. Oder tausend? Ja, doch. Fast schon, ja doch. So, wann werde ich die Erbin denn treffen? Ich bin jetzt bereit, die Erbin zu treffen. Wann ist es soweit? Du verstehst also. Aber du weißt noch nicht, dass du sie zwar noch treffen musst, sie dich aber schon sehr gut kennt. Tja, Cassandra versteht es aber noch nicht wirklich, wie das mit der Technologie und Animus und so zusammenhängt. Deswegen, ja, hat sie da bestimmt noch mehr Fragen. Aber sie hat ja den Stab, der als große Antenne dient und als Kommunikationsquelle. Was mache ich denn nun mit dem Stab? Bewahre ihn und lasse dich von ihm bewahren. Du wirst dem Tod niemals erliegen. Jeder, den du kennst und liebst, wird sterben. Du wirst wieder lieben, doch auch sie werden sterben.
Nur du wirst nicht vergehen. Das sagt sie einfach so trocken vor sich her, weißt du? Ja, du wirst viele Leute kennenlernen und lieben, aber alle krepieren, aber du nicht. Stell dich auf ein sehr einsames und schreckliches Leben ein. Aber Kopf hoch, du hast ja den Stab. So trocken, wie sie das einfach sagt, ne? Wie die Geschichte von Highlander, wie Connor McLeod und auch Duncan McLeod immer sehen müssen, wie die ganzen Leute um sie rum und die Geliebten sterben müssen. Auch Connors Frau und so, wie sie dann alt wird und er halt nicht. Okay, das reicht erstmal. Das war doch einfach. Alter, ihr zwei, ich kenne unser nächstes Ziel. Gut, wo geht es hin? Agamemnons Grab in Argolis. Interessant, also wir gehen also nur mit Cassandra zum Grab hin. Und jetzt wechselt das Ganze wieder zu Layla, die jetzt auch die Tore von Atlantis wieder verlassen hat und jetzt im Grab von Agamemnon ist, in der Gegenwart. Ich finde es bisher cool, so. Layla an Altair 2. Es war nicht leicht, aber ich bin drin. Ich verstehe das immer noch nicht. In dem Stab, der das große Siegel von Atlantis öffnet, ist also eine KI oder eine andere Art von Bewusstsein? So in etwa. Die Symbole in den Gräbern sind mit den Symbolen auf dem Siegel verbunden. Wie? Ich sag es dir, sobald ich es weiß. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig da drin. Ja. Was für ein Fund! Was ist es? Ich soll die Überraschung verderben? Ich sage nur so viel. Ihr werdet staunen, wenn ich wieder da bin. Ich habe noch nichts gefunden. Dieser Leichnam ist tausende von Jahren alt. Tausende von Jahren, sage ich ja. Komische Sicht hier auch mit diesem Knicklicht dann auch noch. Was ist denn das? Das ist grünes Licht. Es leuchtet grün. Aber guck mal hier, was sind auch noch Ausgrabungen? Post liegt da rum. Oder so ein Notizblock. Es sind ja auch viele und wie viele Pilze sich gebildet haben hier. Skorpione. Im Stab befindet sich eine KI. Hast du noch nicht verstanden, dass du mit diesem Stab mit Cassandra kommunizieren kannst? Oder ihr euch gegenseitig hören könnt? Das ist eine ganz komische Sicht, weil das so dunstig ist hier drin. Bestimmt auch wegen den Pilzen. Bestimmt ganz schlechte Luft. So alte Gräber und dann die Sporen einatmen. Diese Platten am Boden. Ja. Ich sollte vorsichtig sein. Das stimmt. Da sind ja viele Archäologen auch gestorben, wenn sie in Ägypten zum Beispiel die Gräber aufgemacht haben, wo sich dann auch so Pilzsporen gebildet haben. Ich muss irgendwie darüber. Schwarzpilz und was es nicht da alles gibt in den ganzen Katakomben. Und dann haben sie das ja immer als Fluch der Pharaonen abgetan. Obwohl es ja... Au! Ein Treffer nur? Die hält aber nichts aus, ja. Ja, dann haben sie das ja als Fluch der Pharaonen abgetan, obwohl das eigentlich viel auch mit Pilzsporen, die giftig waren für den Menschen, halt zu tun waren. Über diesen Zeitraum, was sich da alles an Bakterien in diesen Räumen bildet, weil da ja auch keine Frischluft reinkommt, ne? Es gab ja auch teilweise Kammern, die wie Vakuum verschlossen waren. Und dann erstmal wenig Sauerstoff und Pilz. Leicht, aber ich bin drin. Ich verstehe das immer noch nicht. In dem Stab, der das große Siegel von Atlantis öffnet, ist also eine KI oder eine andere Art von Bewusstsein? So in etwa. Die Symbole in den Gräbern sind mit den Symbolen auf dem Siegel verbunden. Wie? Ich sag es dir, sobald ich es weiß. Ich verlasse mich drauf. Sei vorsichtig da drin. Okay. Was für ein Fund! Was ist es? Ich soll die Überraschung verderben? Ich sage nur so viel. Ihr werdet staunen, wenn ich wieder da bin. Dieser Leichnam ist tausende von Jahren alt. Jetzt bin ich aber mal den anderen Weg gegangen, wo ich eben nicht war. Hier haben wir die Stele, wo der Cassandra sich immer den Skillpunkt geholt hat. Das erste Symbol ist nah. Danke. Danke. War der andere Weg dann egal, oder was? Das erste Symbol ist nah. Wahrscheinlich unten. Kiste. Ist das nicht der gleiche Raum? Ja, guck mal, hier da bin ich auf der anderen... Wieder rüber. Hier war ich doch auf der anderen Seite schon. Das ist der Raum, wo ich eben gestorben bin. Nur von einer Seite. Wenn aber in den einen Raum hier das nah ist, dann gehe ich mal hier runter. Aber vorsichtig so, weil ich glaube, die hat nicht die Fähigkeit, dass sie den Fallschaden überlebt. Deswegen lieber die ganzen Stufen mitnehmen.
Man sieht so schlecht die Türen hier. So, aber wenigstens keine Schlangen mehr da. Ein paar Skorpione liefen doch rum. Aber ich glaube, Schlangen überleben das hier so auch nicht. Hier war ich noch nicht. Kann ich hier durch? Da ist das Zeichen an der Wand, da ist das drin. Hier muss ich auf die andere Seite. Sackgasse. Toll. Wie soll ich denn da reinkommen? Kann man die Dinger hier anmachen? Nee. Hier nur bewegen, ja, aber was bringt mir das denn? Darüber klettern, das wird nichts bringen. In den Raum muss ich rein, da war das Zeichen auf jeden Fall. Aber welche Wege gibt es denn noch? Vielleicht doch oben in den Raum, wo ich da gestorben war. Hier geht's auch nicht. Das ist nur eine eingestürzte Wand. Und hier in dem Raum, wo ich runtergefallen bin, ist ja nur der eine Weg gewesen. Ist halt mal was ganz anderes, mit Layla so auf Erkundung zu gehen. Vielleicht ist das hier auch der Ausgang. Nur dass ich doch lieber bei dem anderen Weg erstmal hingehe. Na, nicht hier lang. Nein, nicht wieder runter. Vorsicht. Wenn man die Nebelleuchten nicht anhat. Also hier lang. Da waren auch die Zacken auf dem Boden. Diese Platten am Boden. Ich soll vorsichtig sein. Richtig. Aber komme ich dann, gehe ich hier nicht auch einfach nur wieder dann mit diesem Kasten da über weg? Oder wo kann ich den Kasten hier noch hinschieben? Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Hier sind überall Rillen, dass ich den hier noch... Das bringt doch auch nichts. Merkt man wieder, dass wir hier menschlich unterwegs sind. Das ist doch jetzt auch nur da, um darüber zu kommen, ne? Aber dann bin ich ja genau wieder hier auf der anderen Seite. Ich kann auch nicht schlagen. Oh, doch, kann ich schon. Interessant. Ich kann mit der Faust die Dinger zerschlagen. Gut, das wusste ich nicht, dass die auch schlagen kann. Dann bist du vielleicht doch darunter. Oder, guck mal, nee, da, hinter den... Ja, da ist ein Durchgang. Hier war ich noch nicht. Und da ist das Zeichen. Ah. Das Symbol. Das erste von dreien. Gut gemacht, Erwin. Es sieht fast wie ein Sternbild aus. Ja. Ja, unsere ganzen Messungen werden gestört. Geht es dir gut? Ja, keine Sorge. Aber es gibt noch zwei Symbole zu entdecken. Ich gehe zurück in den Animus. Es gab zu viele Bugs. Wir müssen aufhören und rausfinden, was hier vor sich geht. Wir hören auf, sobald ich das Siegel geöffnet habe. Layla, Ende. Okay. Ja, es geht also wieder zurück zu Cassandra und dann müssen wir nach Attika, um dort das nächste Grab zu finden. Und hier ist auch schon wieder Tageslicht angebrochen. Agamemnons Symbol gefunden. Und Cassandra hat einfach nur gewartet. So. Dann gehen wir mal weiter. Attika. Erstmal gucken, wo genau in Attika das war. Attika hier. Das Symbol ist westlich der heiligen Ebene der Demeter. Das Symbol ist im Grab des Eteokles. Eteokles Grab. Demeter. Heilige Ebene der Demeter. Ich habe das Grab ja auf jeden Fall schon mal besucht. Gameplay-Symbole, deswegen kann... Da ist es.
Grab von Eteokles. Dann nehme ich diesen Schnellreisepunkt und dann holen wir uns das zweite Symbol. Der Morgen graut. Auch im Morgengrauen hat man auch hier eine schöne Aussicht. Und da, wo ich hinschaue, da hinten, der Tempel da auf den hohen Berg, das ist Korinth. Wo ich eben drauf war. Oder was vorhin? Und da, jetzt geht's da in das Grab rein. Ist das nicht schön hier oder ist das da Korinth? Nee, da geht's ja Richtung Boiotien. Nee, da war schon richtig gerade. Jetzt mal in die Himmelsrichtung orientieren. Egal. War vielleicht beides falsch. Hui. Ich bin auf die DLC-Welt gespannt, wie die aussieht. Man soll hier ja auch ins Totenreich reisen können, da wo mein Pferd jetzt auch gerade gelandet ist. War bei den alten Griechen ja das Elysium. Ein bisschen so wie Bayek, der ja auch im Totenreich war von den Pharaonen. Was ja nochmal optisch was ganz anderes war. Mit Anubis-Krieger, mit den Riesenskorpionen, mit diesen großen Kornfeldern und die Schiffe, die dann da rumgefahren sind und so. Das war bisher optisch das Geilste, was ich bisher so gesehen habe in Assassin's Creed. Das DLC mit den Pharaonen. Mal gucken, ob hier dieses Spiel das noch toppen kann. Ich glaube schon. Weil auch die ägyptische Welt war super dargestellt, aber schon sehr, sehr einseitig. Man war halt mal in einer Stadt wie Alexandria unterwegs, die ein bisschen größer war. Aber sonst war viel Wüste, Palmen und dann diese Städte. Hier im großen Griechenland hast du natürlich viel mehr Fläche und kannst deswegen auch noch viel mehr unterschiedliche Szenarien reinbauen und Landschaften. Alter, wie mächtig sind die Wölfe denn hier? Ich bin doch hier Meisterassassinen, Cassandra Mann. So, da ist sie wieder. Du hast Eteokles Grab gefunden. Ja. Gut, Hüterin. Ja, ne? So, dann betreten wir wohl gleich auch wieder den Animus. Die Erbin der Erinnerung muss in diesen alten Hallen nach dem Symbol suchen. Wird die Erbin dieser Aufgabe gewachsen sein? Warum denn nicht? Die Erbin ist jetzt bereit. Ich schätze, das wird sie jetzt? Jeder Schritt führt dich einen langen Weg zur Erbin. Was du ihr nicht zeigen kannst, wird Deimos ihr zeigen. Deimos? Wie? Die Erbin weiß es, wenn es soweit ist. Alter, ihr zwei, ich habe... Cassandra hat den nächsten Ort gefunden. Gute Arbeit. Wohin geht es? Zu Eteokles Grab. Ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Deimos wird dir was zeigen? Hä? Okay. Naja, auf geht's zu Layla. Alter, ihr zwei, ich habe den Weg hineingefunden. Langsam werde ich richtig gut in sowas. Vielleicht wäre das auch ein Berufsfeld für dich, falls Assassinen nicht dein Ding ist. Ich glaube immer noch, dass es eine schlechte Idee ist, Layla. Wir kennen den Ursprung der Funkstörung nicht und es gibt Unstimmigkeiten in den Animus-Erinnerungen. Verstanden, Doktor. Layla, Ende. Selbst, ich dachte, die Perser hätten Bodenpfähle verwendet. Die Perser? Mit den Bodenplatten da? Naja. Spricht sich vielleicht rum, so ein Verteidigungssystem. Okay, da ist die Statue von Eteokles. Hier liegt der König von Theben. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich das mit eigenen Augen sehe. König von Theben war der? Das ägyptische Theben? Hier ist wieder ein Durchgang. Fackel aufheben. So, vielleicht finden wir das zweite Symbol ja vielleicht sogar schneller. Aber hier ist ja nichts. Toll. Ein Geheimgang, wo dann wieder nichts ist, ne? Ihr Schlingel. Da noch was? Nö. Okay, es geht runter. Immer schön hinter den Vasen gucken, ob da nicht vielleicht... Ah, ich höre schon. Hinter mir ist ein Durchgang. Wenn der Wind pfeift, sollte man mal draufschlagen.
Auch wieder nur eine versteckte Kiste. Da war die Figur. So gut erhalten, sieht aus wie organisches Material. Die Farbe, das Holz. Nichts davon ist einen Tag gealtert. Die Zusammensetzung der Luft könnte es auf natürliche Weise konserviert haben. Genau. Es gibt auf der ganzen Welt Gräber, in denen Leichname noch intakte Haare und Nägel haben. Ja. Auch Jahrtausende nach der Beisetzung. Lasst uns erst über Leichen reden, wenn ich hier raus bin. Ja. Oder gar nicht über Leichen reden. wenn ich ihn hier rausziehe, komme ich da gar nicht mehr jetzt in den Bereich. Vielleicht komme ich aber hier rum. Ich kann es nur wieder häufig wiederholen. Gott sei Dank gibt es hier keine Schlangen mit Leia. Weil ich glaube, da könnte sie nicht so viel anrichten. Wofür ist die hier da? Eigentlich für nix. Nee, jetzt habe ich den hier rausgezogen, muss dann doch wieder irgendwie auf der anderen Seite lang. Verstehe ich nur nicht, wozu das blöde Ding hier dann sein soll. Hä? Ich hatte doch hier eben zugemacht dann. Oder bin ich so reingekommen? So leicht verwirrt ist von den Wegen. Den hatte ich doch weggeschoben. Egal. Nee, hier war ich dann doch noch nicht. Sieht ja auch alles immer so viel gleich aus. Unglaublich. Diese Statuen sind in perfektem Zustand. Mit Farbe drauf. Da ist das Symbol. Das zweite Symbol ist nah. Ja, du hast dich gut geschlagen, trotz des Eindringlings. Der Eindringling? Meinst du Vic oder jemand anderes? Trotz des Eindringlings. So, es sind zwei Kreise ineinander. Das zweite Symbol. Noch ein Teil eines Sternbilds. Ein Mond. Vielleicht passen sie zusammen. Alter, ihr zwei, hört ihr mich? Der Eindringling kann uns hören. Der Eindringling? Wer? Layla, wir hören dich, aber die Verbindung ist schlecht. Sagtest du, du hast das zweite Symbol gefunden? Das habe ich. Und Cassandra weiß, wo das dritte ist, da bin ich sicher. Ich gehe wieder rein. Als deine Ärztin und Freundin bestehe ich darauf, dass wir aufhören. Wir können deine Sicherheit da drin nicht garantieren. Der Stab macht mich unsterblich. Ich komme klar. Layla, bitte. Der Stab macht mich unsterblich. Okay. Zurück zu Cassandra. Wie die Sonne hier wieder scheint. Echt schön, ey. Auch kommst du hier aus dem Grab raus und hier sind dann auch noch mehr Statuen von diesem Eteokles. König von Theben. Geil. So, das letzte Grab befindet sich dann in Boiozien. Das ist das Ding hier. Von Orion. Oh. Werden wir sicherlich auch das Sternbild von Orion dann sehen. Vielleicht. Es ist im Grab des Orion. Also ich suche jetzt gar nicht mehr nach der Gegend. Sondern einfach nur nach dem Grab von Orion, was mir sowieso auf der Karte angezeigt ist. Okay. Mal, wo haben wir denn hier ein Grab? Da. Hier sind so viele Symbole auf der Karte. Ey. Wie groß ist denn Boiozien? So. Dann ist es da natürlich. Grab des Orion. Da geht es hin. Von der Stadt aus wahrscheinlich am ehesten, ne? Wenn ich hier gehe. Theben! Hier ist Theben! Also es gibt ja Theben auch in Ägypten. Was ein anderes Theben ist. Da, das hier ist also Theben, wo der König dann, der Eteokles war, wo wir eben waren. König von Theben. Gut, Leute, ich werde mal sagen, es geht in der nächsten Folge weiter mit dem letzten Grab des Orion. Mal gucken, wie es denn danach weitergeht. Echt spannend, finde ich, bisher. Und dann gehe ich hier nach Kadmir
Und damit melde ich mich dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis morgen zur nächsten Folge hier auf den Weg zum Geheimnis von Atlantis. Macht's gut. Ciao, ciao.